Ich bin Dirk Montag, Leiter der Arbeitsgruppe Neurogenetik am Leibniz-Institut für Neurobiologie in Magdeburg. Wir beschäftigen uns mit Lernen und Gedächtnis und ich untersuche Mäuse und Mausmutanten auf ihr Verhalten, um damit Aussagen über Lernen und Gedächtnis zu gewinnen. Mäuse sind relativ pflegeleicht, einfach zu halten, wobei wir allerdings ein sehr aufwendiges Halterungssystem haben, wo jeder Käfig einzeln mit steriler Luft versorgt wird. Und der Grund dahinter ist, dass unsere Tiere absolut von Krankheiten und Infektionen und Krankheitserregern freigehalten werden müssen. Unsere Haltungsbedingungen sind natürlich so, dass die Maus möglichst optimal gehalten wird. Das heißt, sie wird durch das Nistmaterial und Einstreu ständig beschäftigt und aktiv gehalten. Die Käfige sind durchsichtig, so dass sie, auch wenn sie mit den anderen Mäusen nicht in einem Käfig ist, doch Sozialkontakte hat. Wir haben also ein enormes Interesse daran, dass es unseren Mäusen gut geht, dass sie ihr normales Verhalten zeigen, weil wir sonst keine Rückschlüsse aus den Experimenten ziehen könnten. Auf der einen Seite benutzen wir Mäuse, die als Modell für die Alzheimer'sche Erkrankung dienen und testen dort auch Medikamente und deren Wirksamkeit. Auf der anderen Seite erforschen wir aber auch die grundsätzlichen Vorgänge an den Synapsen. Neurologische Erkrankungen oder Störungen sind häufig genetisch bedingt. Wenn wir uns jetzt für die Genfunktionen interessieren, die für Lernen und Gedächtnis eine Rolle spielen, müssen wir die analysieren. Die einzige Möglichkeit, Lernen zu erfassen und Gedächtnis abzufragen, sind Verhaltenstests. In dem Schwimmbecken können wir das räumliche Gedächtnis von Mäusen testen. Es basiert darauf, dass die Maus in dem Schwimmbecken eine versteckte Plattform, also die unter der Wasseroberfläche versteckt ist, finden muss und die Position ins Gedächtnis überführen muss und dafür ein Gedächtnis entwickeln muss. Und je häufiger wir die Maus schwimmen lassen, desto besser kann sich die Maus die Position der Plattform merken und dann eine gerichtete Strategie entwickeln. Unsere Alzheimer-Modellsysteme sind dadurch entstanden, dass man ein menschliches Gen in die Mäuse eingeführt hat. Und wenn wir jetzt so eine Maus mit und ohne Alzheimer-Gen betrachten, würden wir feststellen, dass die normale Maus ohne Manipulation ein sehr gutes räumliches Lernverhalten zeigt und sehr schnell gerade auf die Plattform zuschwimmt. Bei Mäusen, die als Modell für die Alzheimer'sche Erkrankung dienen, ist dieses räumliche Lernen gestört. Das fängt mit dem Kurzzeitgedächtnis an, das liegt aber auch an dem Langzeitgedächtnis. Und dann die Maus die Plattform nicht zielgerichtet ansteuert, sondern mehr oder weniger zufällig durch Herumschwimmen erst findet. Jedes Tier und jeder Mensch hat eine gewisse Art von Neugier und aber auch eine gewisse Art von Scheu und Furcht. Wir haben da in der Form eines O, die Arena und die Hälfte ist mit Seitenwänden versehen, also geschützte Bereiche, die auch etwas dunkler sind als die offenen Bereiche. Bei Alzheimer-Tieren können wir beobachten, dass die Tendenz, in den hellen Bereichen zu bleiben, sehr erhöht ist. Das ist vergleichbar einem Alzheimer-Patienten, der auch die Tendenz hat, dunkle Räume zu meiden, ein Nachtlicht braucht, etc. Wir haben also hier in den Mäusen aufgrund ihrer genetischen Ausstattung vergleichbare Tendenzen wie bei einem Alzheimer-Patienten. Und so können wir wiederum die Wirkung von Medikamenten auf diese Effekte testen. Durch unsere Grundlagenforschung haben wir natürlich ein sehr hohes Know-how in Lernen und Gedächtnisanalysen und das bringt uns dann auch immer wieder mit der pharmakologischen Forschung zusammen, wo also zum Beispiel neue Alzheimer-Medikamente entwickelt werden und wir gefragt werden, ob wir deren Wirkung auf Modellsysteme testen können. Die Modifikation eines bekannten Alzheimer-Medikamentes besteht darin, dass das Medikament über die Nasenschleimhaut appliziert werden kann, sodass Nebeneffekte auf dem Magen-Darm-Trakt nicht mehr auftauchen und zweitens, dass die
Freisetzung des aktiven Medikamentes erst im Gehirn passiert und dann im Weiteren auch das Verhalten verbessert. Meine Arbeiten der letzten Jahrzehnte an den verschiedenen Genen haben mich immer wieder in die Grenzgebiete zwischen Grundlagenforschung und medizinischer Forschung gebracht. Und da habe ich gesehen, selbst wenn wir nur sehr geringe Effekte erzielen bei der Entwicklung und es sehr lange dauert, hat es aber sehr große Effekte auf die Patienten selber. Wenn man die Alzheimer'sche Erkrankung 2, 3, 4 Jahre herauszögern kann, bedeutet das für die meisten Patienten, dass sie nicht mehr ins Pflegeheim müssen, sondern zu Hause in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können. Auf der anderen Seite die Grundlagenforschung, dass wir wesentlich besser verstehen, wie funktioniert Lernen, wie funktioniert Gedächtnis, welche Gene sind daran beteiligt. Das wird unser Leben die nächsten Jahrzehnte dramatisch beeinflussen. Und ich denke, das rechtfertigt speziell gezüchtete Tiere, die unter optimalen Bedingungen gehalten werden, mit denen wir auch sehr, sehr sorgsam umgehen.